Hallo alle zusammen, ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Guided Tour der Digital Service Management Experience Summer Edition. Mein Name ist Sabine Beetz, ich bin bei der Serview für das Partnermanagement zuständig und ich freue mich sehr, gleich gemeinsam mit unserem Michael Kresse Ihnen unsere Partner, Sponsoren und großartigen Akteure aus dem Service Management Markt vorzustellen. Heute begleiten wir zu den Messeständen von 11 Partnern. Am Mittwoch starten wir um 12.30 Uhr unsere zweite Guided Tour, bei der wir weitere 11 Partner besuchen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, unsere Aussteller haben sich jede Menge Ideen einfallen lassen. Ist doch an. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, unsere Aussteller haben sich Ideen einfallen lassen, hatten für Sie viele attraktive Messeangebote sowie Gewinnspiele mit tollen Preisen bereit. Sabine, das ist gemein, oder? Wünsche Ihnen viel Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und so nun, Michael, übergebe ich das Wort an dich. Okay, hallo und herzlich willkommen. Das könnten Sie jetzt leider nicht mitbekommen, liebe Teilnehmer der DSME 21. Man hört im Hintergrund hier wilde Schritte auf dem Flur, die anscheinend zu Sabine gerannt sind, weil es angeblich Tonprobleme gibt. Aber Sabine, ich habe dich perfekt gehört. Okay. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so, dass Sie uns gut hören. Vielleicht können Sie ja über das Fragechat einfach mal reinschreiben, aber ich höre schon, wir hören Sie gut. Wie gesagt, also das passiert. Herzlich willkommen von unserer Seite zur DSME. Es ist noch nicht die offizielle Eröffnung. Die findet ja gleich um 14 Uhr statt. Was wir jetzt machen wollen, ist mit Ihnen durch die Ausstellung gehen. Und dazu machen wir Folgendes. Wir haben hier meinen Bildschirm schon geteilt und dort sehen Sie auch die Lobby. Ich brauche nicht erklären, wie Sie in die Lobby gekommen sind, sonst wären Sie auch nicht hier auf dieser Veranstaltung. Wir gehen jetzt mal ein bisschen die Aussteller durch und stellen sie vor. So eine Veranstaltung funktioniert nur, wenn man eben viele, viele gute Partner hat und die haben wir an unserer Seite. Und die besuchen wir jetzt mal, gehen also virtuell zu dem Stand hin und sagen mal Hallo zu den Ausstellern. Und wir werden ein bisschen über die Aussteller auch berichten, was die dann alles so Schönes können. Wie gesagt, heute Teil 1, Mittwoch Teil 2, Sabine, weil wir haben 22 Aussteller. Das ist halt ein großes Programm. Gut, also vorweg, wir befinden uns in der Lobby. Alles, was hier so schön blinkt, das müssen Sie natürlich anklicken. Auch zum Beispiel die Galerie. Also machen Sie ein Foto von sich, wie Sie an der DSME teilnehmen. Machen Sie es ein bisschen spaßig, dann teilen Sie das auch, sodass wir alle ein bisschen sehen, wie wir heute in den wilden Zeiten doch gemeinsam so eine Veranstaltung genießen können. Gut, gehen wir mal auf den Hallenplan. Sabine, bist du einverstanden? Ja, auf jeden Fall. So, also hier haben wir den Hallenplan. Wie gesagt, der ist proppevoll. Und wir wollen, wie gesagt, jetzt durch die ersten 12 mal durchgehen. Und ich denke, wenn ich jetzt schon sabbel, liebe Sabine, dann sollte ich auch damit starten. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Aussteller. Wir fangen aber nicht alphabetisch, das wäre zu langweilig, an, sondern ich nehme mir mal einfach mal da unten mit T, die Firma Tanium. Die Firma Tanium, und ich mache jetzt mal meine Kamera aus, damit Sie mehr sehen können, dass Sie mehr Platz haben. Ich denke, Sabine, mach mal deine. Meine ist schon aus. So, deine ist raus. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Sie müssen jetzt wieder unseren schönen Stand von der Firma Tanium sehen. Hier steht, und wir sind natürlich gebrieft worden, was es alles so schöne Inhalte gibt bei der Tanium. Kundenbindung, starke Kundenbindung seit 2007. Die Gründer von Tanium erkannten, dass die dringendsten Probleme in Bezug auf Endpunktmanagement, Sicherheit und Risiko nicht allein durch Technologie gelöst werden können. Und aus diesem Grund gründeten sie ein Unternehmen, das die fundiertesten Fachkenntnisse und Talente am Markt zusammenbringt und sich durch Leidenschaft für Kundenerfolg und Innovation auszeichnet. Datensicherheit, Systemstabilität und Skalierbarkeit stehen bei Tanium an erster Stelle, egal für welche Größenordnung. Die Plattform von Tanium ist in der Lage, alle Computernetzwerke zu sehen und auszuführen und das in einer beispiellosen Größenordnung.
Wenn Sie mit Tanium arbeiten, so sagen Sie über sich selber, arbeiten Sie mit Ihrer Familie. Gegenwärtig umfasst das Team über 1500 der intelligentesten und fähigsten und motiviertesten Mitarbeiter. Sagen Sie über sich natürlich. Wir stellen engagierte Spezialisten für jede Funktion ein. Wir sind unaufhaltsam bei der Verfolgung unserer Mission, das IT-Management zu verändern und bisher unlösbare Probleme für unsere Kunden zu lösen. Ich kenne einige Leute bei der Firma Tanium, zum Beispiel den Alexander Weber, falls du zuhörst, schön, dass du dabei bist, oder der Christoph Volkmer, schön, dass du dabei bist. Wie gesagt, also ich sehe Tanium von uns als ein Unternehmen, was im deutschen Markt aufstrebend ist und was sich überall, sage ich mal, breit macht. Also wenn Sie wissen wollen, was Tanium macht und warum dort die intelligentesten, die fähigsten Mitarbeiter sind, dann sollten Sie auf diesen Stand gehen. Alles Weitere sehen Sie hier bei den Widgets, die hier so schön blinken. Da können Sie alles anklicken und Informationen aufnehmen. Und natürlich selber haben Sie auch noch einen Vortrag am 18.05. Um 11.15 Uhr sehen Sie das und dann können Sie mal reingucken, ob die großen Versprechungen, die hier heute gemacht worden sind, ob auch die eingehalten werden. Ich gehe von aus, ja. Gut, so viel zu der Firma Tanium. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Tanium. Und wir gehen mal zurück in die Lobby. Also so ist auch Ihr Weg. Wenn Sie einen Stand besucht haben, dann können Sie immer über diese Menüführung hier oben dann in die nächsten Sitzungen, in den nächsten Saal gehen, beziehungsweise sich zum auch den nächsten Aussteller anschauen. Sie können es auch anders machen, Zeichen gleich noch, aber so ist es, glaube ich, sehr einfach, den richtigen zu finden. Sabine, willst du mal weitermachen? Ja, ich würde gern die Albao vorstellen. Du willst natürlich mit A anfangen, das ist mir natürlich klar. Natürlich. Ich mache hier mit T und du mit A. Okay, Albao, ich klicke für dich mal rauf, mal gucken, was die Damen und Herren sich dort ausgedacht haben. Perfekt, dankeschön. Ich begrüße recht herzlich unseren neuen Certified-Tool-Partner, die Albao aus Tschechien, zu unserer DSME. Das Team von Albao entwickelte bereits seit über 22 Jahren Service-Management-Lösungen. So kann das Unternehmen auf über 1000 erfolgreiche Implementierungen von Service-Desk- und Asset-Management-Lösungen bei Kunden wie zum Beispiel einer Hartmann Rico, Dr. Oetker, Penny Market oder auch Skoda zurückblicken. Darüber hinaus betreut die Albao viele Krankenhäuser und sogar das Generalfinanzamt der Tschechischen Republik. Die Einzigartigkeit der Lösung von Albao besteht in der vollständigen Integration ins Microsoft 365-Ökosystem, DevOps und die beliebte Anwendung Outlook. Somit sind die Lösungen von Albao nicht nur auf den IT-Bereich ausgerichtet, sondern auch auf andere Abteilungen wie zum Beispiel HR, Marketing oder Facilities. Mit der Lösung von Albao werden Synergien zwischen Workload und Asset Management in den Organisationen erarbeitet. Somit hat das Unternehmen unterstützt ihre Kunden rund um ein benutzerfreundliches Enterprise Service Management System zu implementieren. In diesem Jahr hat sich die Albao ganz frisch das Gütesiegel ServU Certified Tool in 5 ITIL Practices erlangt und sich damit ihre Qualität sogar auch bestätigt. Zusätzlich ist die Albao im Global Expansionsprogramm Microsoft Co-Sell enthalten. Auch Exelos hat die Lösungen zu den empfohlenen Werkzeugen auf Gold Level klassifiziert. Albao betritt den deutschen Markt gemeinsam mit ihrem Partner Tanum Consult. Die Tanum Consult bietet seit 2001 umfassende Beratung und Dienste zu den Themen Service Management, Informationssicherheit, IT-Infrastruktur und IT-Organisationen an. Ich begrüße recht herzlich Matej Polak, herzlich zur DSME und bedanke mich für die tolle Zusammenarbeit im Hinblick auf die Vorbereitung zur DSME und natürlich auch zur Zertifizierung. Matej Polak ist auch auf dem Messestand abgebildet. Das wäre meine Frage gewesen, Sabine. Ist er genau. Das? Ja, das ist er. Das ist er, okay. Das finde ich immer schön, wenn man ein Gesicht da so ein bisschen bekommt. Das nimmt die in der digitalen Situation die Nähe ein bisschen oder nimmt die nicht, gibt die natürlich ein bisschen. Aber aufpassen, die Firma, mit der man zusammen am Markt geht, ist Tanum. Es ist nicht Tanium, ne? Nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Habe ich richtig verstanden, ne? Klingen sehr ähnlich, sind aber zwei völlig unterschiedliche Unternehmen. Also einmal die Tanum und einmal die Tanium.
Genau. Oder Wobei ich Teddy. dann wahrscheinlich auch mal Deutscher spreche. Man spricht das wahrscheinlich selbst Englisch aus, aber damit müssen wir jetzt einfach mal hinkommen. Gut, also auch herzlich willkommen von meiner Seite, Alvaro. Dass Sie hier natürlich das Pink Verify noch drauf haben auf dem Messestand, das nehme ich Ihnen jetzt mal nur ein bisschen übel, aber das ist natürlich nicht schlimm. Alles gut. Wunderbar. Deswegen gehen wir mal zurück in die Lobby, wenn du einverstanden bist, liebe Sabine. Sehr gerne. So, also wie gesagt, Lobby. Wenn man hier rechts so einen Menschen immer weglaufen sieht, ab und zu sieht man hier so eine Person weglaufen, ruhig mal raufklicken. Da können Sie für den guten Zweck ein bisschen in den nächsten Wochen laufen gehen und was spenden und wir verdoppeln den Betrag. Eigentlich wäre ja heute, am 17. Mai, wäre ja die BMPK gewesen, also der Best Management Practice Kongress, den wir immer in Seeheim Jugendheim machen über 5 Tage. Warum er nicht stattfindet, brauche ich nicht mehr erklären. Aber da sind wir immer gelaufen für einen guten Zweck, 7 Kilometer durch den Wald. Und das wollen wir natürlich jetzt auch fortführen, damit man hier etwas Gutes tut für traumatisierte und benachteiligte Kinder. Also ruhig mal raufklicken. Und Sie brauchen von mir es auch gar nicht laufen, gehen Sie einfach nur spazieren. Wie auch immer, helfen Sie. Ich denke, uns allen geht es noch richtig gut, dass wir ein bisschen etwas locker machen können. So, gehen wir mal auf den Hallenplan zurück. Und Sabine, dann mache ich einfach mal weiter mit der USU. Ich greife mich mal von unten durch. Ich sehe das gar nicht ein, dass ich hier von A losgehen muss. Die USU, ich drücke mal drauf. Die USU kenne ich schon ganz, ganz lange. Ich war ganz, ganz oft bei dieser wirklich sympathischen Firma vor Ort in Mödling bei Stuttgart und habe da viele, viele tolle Leute kennengelernt. Den Herrn Oberschmidt oder den Peter Staniek, den Herrn Schuch oder den Herrn Habitzreuter, wie sie alle heißen, Herrn Landes. Eine Firma, die, und das finde ich so toll an der USU, die eben schon seit 40 Jahren am Markt ist. Also seitdem ich mich mit Service Management beschäftige, und das ist seit Ende der 90er, war die USU mit ihrer Valuation damals schon immer da. Für mich ein bisschen ruhig damals. Ich habe mal gesagt, Mensch, ihr müsst doch mal ein bisschen aus dem Quark kommen, seid doch mal mutiger, ihr habt so ein geiles Tool. Und seit vielen Jahren sind sie viel, viel mutiger. Das ist eine tolle Firma. Selber sagen sie über sich, sie sind weltweiter Marktführer für IT und Customer Service Management. Sie sind Full Enterprise Software und Service Provider. Ihr Hauptsitz ist in Deutschland. Haben einen riesen neuen Campus da gebaut, den habe ich mir noch nicht angucken können, nur auf Videos. Also tolle Firma und natürlich international vertreten in 30 Ländern. So, also aus dem Schwäbischen so raus in die Welt. Über 1000 Kunden, 2,5 Millionen Nutzer in 185 Ländern, 750 Mitarbeiter. Gegründet, denke ich so, ach, ich finde es eine richtige Erfolgsgeschichte in Deutschland. 250 Partnerunternehmen weltweit. Und die Lösung hier, jetzt bei der DSME, geht es um die USU IT und Enterprise Service Management Lösung und um die IT und Service Monitoring Lösung. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn Sie sie noch nicht kennen sollten. USU ist natürlich auch Service Certified Tool zertifiziert. Aber es ist echt eine gute Firma zum Anfassen, zum Hingehen, zum Kontakt aufnehmen, sehr sympathisch. Die Leute sind sehr, sehr lange dort im Unternehmen, was immer ein Zeichen auch ist, dass das Unternehmen echt organisch top gewachsen ist. Also, perfekt, gehen Sie zu USU und wenn ich noch sagen darf, die Technologie, die USU auszeichnet, ist sowas wie Low-Code, Standardisierung und natürlich immer noch individuell an Kundenwünsche anpassbar. Also, USU sollten Sie sich merken, natürlich wie alle anderen auch. Sabine, hast du was hinzuzufügen? Ja, viele Grüße an die Amelie Scheuermann, an die USU, mit der wir gemeinsam die Messe vorbereitet haben. Genau, wenn ich einen Namen vergessen habe, bitte nicht böse sein, aber wie gesagt, USU Service Management oder USU gleich Service Management, das sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal zurück in die Lobby. Und gehen wir mal den nächsten Aussteller. Mal sehen, welchen Buchstaben du dir jetzt nimmst. Ach, ich greife mal mitten rein und nehme die Micronova, beziehungsweise Managed Engine. Managed Engine. Da, mitten rein, sag es doch. Als nächstes begrüßen wir die Micronova und Managed Engine. Und das Wichtigste zuerst,
In Deutschland mit Manage N sind seit bereits 18 Jahren durch den Distributor Micronova vertreten. Somit ist die Micronova Ihr Ansprechpartner für alle vertrieblichen Fragen und auch dem deutschsprachigen Support. Das Ziel der Manage Engine ist es, Ihren Arbeitsalltag in der IT zu vereinfachen, unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße oder Branche. Dafür bietet Manage Engine mit über 90 Produkten und Free-Tools einfache und bezahlbare Komplettlösungen an, auch für komplexe Anforderungen an das gesamte IT-Management. Das Portfolio von Manage Engine erstreckt sich von IT-Service-Management und Gerätemanagement über Netzwerk, Performance-Monitoring bis hin zur Security- und Active Directory-Management. Die Lösung Service Desk ist bereits seit über 2005 am Markt und bei über 100.000 Kunden weltweit im Einsatz und in 37 Sprachen sowie als On-Premise, als Cloud-Version und MSP-Version verfügbar. Service Desk Plus bietet hierbei zahlreiche Integrationen in weitere Manage Engine Produkte, wie zum Beispiel Endpoint Management, Active Directory Management und Netzwerk Monitoring. Die Manage Engine trägt auch das ServU Certified Tool Gütesiegel brandaktuell für ITIL 4 und ist in 8 Practices zertifiziert. Darüber hinaus ist Manage Engine auch in Pink Verify zertifiziert. Am Messestand der Micronova bzw. Managed Engine sehen Sie den Software Consultant Boris Slavik, den Sie am Mittwoch um 14.30 Uhr im Vortrag live anhören können. Das Leitmotiv der Manage Engine ist Bringing IT Together. So ist auch der Vortrag von Herrn Slavik darauf ausgerichtet, wie Sie Ihren Service Desk zum Single Point of Information machen können, um so auf die unterschiedlichsten Anforderungen reagieren zu können. Und wichtig ist noch, die Manage Engine feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und gehört zur Soho Corporation mit über 8.000 Mitarbeitern. Das Team freut sich auf Sie und steht am Stand über den Chat für Fragen auf jeden Fall für Sie zur Verfügung und freut sich auf Sie. Sehr schön. Ja, Glückwunsch zur Zertifizierung natürlich, auch von meiner Seite und schön, dass ihr dabei seid. Und bitte, bitte geht auf den Stand. Das macht richtig Spaß, da mit den Damen und Herren zu sprechen. Wir haben ja schon öfter Kontakt gehabt, auch auf dem Tool Meetup. Also unbedingt hingehen. Gut, dann gehe ich mal wieder in die Lobby und mach mein Telefon leise. Gut, dann würde ich sagen, mache ich weiter mal mit. Ich nehme mich mal da oben an. Ich nehme mal die Effekte. Hallo Effekte, kann ich nur sagen. Hallo nach Finnland gehe ich jetzt mal. Also eben war ich ein beschaulichen Mögling. Jetzt gehe ich mal nach Espoo. 1998 wurde Effekte gegründet und ist heute am Nasdaq in der First North notiert und ist ein unheimlich sympathisches Unternehmen. Ich habe auch viele Leute dort kennengelernt und wer auf unserem Kongress BMPK in Seeheim Jugendheimer war, weiß, da sind die schon mal mit einer Sauna aufgetreten. Man sieht ja auch in dem Bild hier so eine Holzwand. Die finnische Kultur ist ein urfinnisches Unternehmen und seit vielen Jahren auch schon in Deutschland unterwegs. Effekte sagt über sich selber, es ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisation bei der Digitalisierung und der Automatisierung von Service-Prozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrung zu bieten und natürlich auch Kosten zu senken. Darüber hinaus gibt es auch ein integriertes Kanban-Board. Das sollte man sich unbedingt mal angucken. Also Kanban-Board, agiles Service-Management, ruhig mal anschauen. Und natürlich wird die Plattform ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU-Anforderungen. Ich glaube, es ist für viele heutzutage sehr, sehr wichtig. Ich sage, Effekte ist zwar noch nicht ewig am deutschen Markt, aber die muss man sich anschauen, wenn es darum geht, Service-Management-Prozesse mit ihr abbilden zu wollen in einer Softwarelösung. Und
Sabine, die beiden Damen und Herren hier am Stand, die gibt es ja wirklich, ne? Die gibt es wirklich, ja. Ich kenne sie leider nicht persönlich, aber die gibt es auf jeden Fall persönlich. Genau, also steht's, das finde ich so auch gut gemacht. Also die Ursula Deller freut sich auf die Fragen und natürlich der Nikolas freut sich auf Fragen. Aber Effekt ist natürlich viel, 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 viel größeres Unternehmen noch. Hingehen. Vielleicht gewinnt man ja auch ein Saunatuch, wer weiß es schon. Gut, gehen wir zurück zur Lobby. Und dann würde ich mal sagen, du darfst dir jemanden aussuchen. Wen möchtest du diesmal haben? Ich bleibe bei M und stelle gerne die Microfocus vor. Nicht Matrix, willst du nicht Matrix? Nein, die Microfocus. Nicht Matrix? Microfocus, Matrix machen wir am Mittwoch, glaube ich, ne? Richtig. Also nicht vergessen, wer jetzt erst eingeschaltet ist, sollten wir den einen oder anderen hier nicht machen. Am Mittwoch stellen wir dann die restlichen, also restlich hört sich so gemein an, ne? Die nächsten 12 Aussteller vor. Aber jetzt willst du zu Microfocus. Dankeschön. Microfocus ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware, mit der mittlerweile über 40.000 Kunden weltweit ihr Geschäft erfolgreich betreiben, transformieren oder auch optimieren. Die Microfocus wurde bereits im Jahre 1976 gegründet. Der Firmensitz befindet sich im schönen Newbury in England. Als Experte im IT- und Enterprise Service Management begleitet Microfocus Unternehmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Weg der digitalen Service-Transformation. Mit einem umfassenden Portfolio, das durch ein robustes Analyse-Ökosystem unterstützt wird, stellt Microfocus pragmatische, kundenorientierte Lösungen bereit, die Unternehmen dabei helfen, die Kluft zwischen bestehenden und neuen Technologien zu schließen und mit ihnen damit eine intelligente digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Mit der Service Management Automation X, kurz SMAX, bietet Microfocus eine führende IT- und Enterprise Service Management Lösung. Nicht nur für begeisterte Kunden, wie zum Beispiel der Züricher Flughafen, belegen den überzeugenden Leistungsumfang von SMAX. Auch Analysen, Studien und Umfragen bewerten die Lösung von Microfocus als sehr hoch. So wurde sie in der Forrester Wave Enterprise Service Management im Quartal 4 2019 als Leader und im IDC MarketScape ITSM 2020 Vendor Assessment als Major Player ausgezeichnet. Research in Action hat Microfocus SMAX außerdem im März diesen Jahres als marktführende Lösung in der RIA Vendor Selection Matrix IT and Enterprise Service Management benannt. Außerdem trägt Microfocus auch das Servius Certified Gütesiegel und ist in ITIL 3 mit 17 Prozessen zertifiziert. Diese Woche am Dienstag hält Herr Robert Kreher von der Microfocus um 10.15 Uhr einen Vortrag zum Thema ein One-Stop-Shop für alle Service- und Support-Requests. Im Mittelpunkt steht hierbei, wie Microfocus selbst die interne IT, mehrere Managed Service Providers und Business Support Teams auf eine gemeinsame Service Management Landschaft mit einer einheitlichen Prozessarchitektur migriert hat, um 14.000 Mitarbeitende in 49 Ländern zu unterstützen. Und natürlich stehen Ihnen die Experten während der gesamten Eventwoche über am Messestand für Ihre Fragen oder auch für Austausch zum Thema gerne zur Verfügung. Das Team freut sich auf Sie. Microfocus bietet außerdem auch ein Gewinnspiel auf dem Messestand an. Das sieht man in dieser Kugel auf dem digitalen Messestand. Wenn man da draufklickt, gelangt man zum Gewinnspiel. Ja, und das Team freut sich auf Sie und herzlich willkommen Microfocus zu unserer diesjährigen DSME Summer Edition. Sehr schön, Sabine. Der Robert Kreher, das ist er nicht, ne? Nee, das ist er nicht. Ich kenne ihn, ich weiß, dass das nicht ist. Aber macht einen tollen Vortrag, unbedingt reingehen, kann ich versprechen. Gut, dann, was kann man denn gewinnen hier bei dem Gewinnspiel? Weißt du das aus dem Kopf? Nee, ne? Nee, das bei Microfocus weiß ich das leider nicht. Ich hoffe nicht, dass sie eine PS5 verlosen. Das haben wir auch im letzten Dezember gemacht. Die ist bis heute noch nicht geliefert worden. Also gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Lobby. Vielen Dank zur Lobby. Vielen Dank, Sabine. Gut, Hallenplan, wie gesagt, gucken Sie sich ja alles an. Wie gesagt, das Video, das ist ein ganz wilder Typ hier. Das müssen Sie nicht unbedingt angucken. Aber zum Beispiel auch links, DPME. Demnächst machen wir einen
gleichen Kongress nur zum Thema Projektmanagement, hybrid, agil, wie man das machen möchte, klassisch. Aber jetzt gehen wir mal zum Hallenplan. Gut, dann mache ich mal Folgendes. Ich mache mal einen Doppelwurf. Ich gucke mir mal jetzt die PeopleCert an und die Excelos. Die haben nämlich einen gemeinsamen Stand oder teilen sich einen Stand. Kann man ja auch schon sehen, PeopleCert. Ein bisschen, was ist das für eine Farbe? So ein dunkel, hellrot, orange. Und Excelos mit ihrem ganz prägnanten dunkellila. Excelos, PeopleCert. Fange ich mal mit Excelos an. Excelos kennen Sie mit Sicherheit, wenn Sie sich mit dem Thema ITIL 3, 4, von mir ist auch ITIL 2 beschäftigt haben, 3 und jetzt in der Version 4, wenn Sie sich mit Prince2, mit MSP, MOR beschäftigt haben, dann haben Sie das immer auf dem Fachwissen der Excelos gemacht. Excelos ist der rechte Inhaber dieser Frameworks, dieser Best Management Practices, dieser de facto Standards. Es ist ein Joint Venture von der britischen Regierung mit der Capita und daraus, wie gesagt, Joint Venture Name Excelos. Und Excelos treibt das, die fachlichen Inhalte hinter diesem Framework, in diesem Fall auf der DSME natürlich hinter dem Framework ITIL 4. Die bringen das Qualifizierungsschema raus, sorgen für die Inhalte, für die Verbreitung, für die Qualität und verdienen damit natürlich auch ein bisschen Geld. Das ist ja logisch, wie wir alle. Aber wir können uns alle so ein bisschen verbeugen vor dem Thema, weil ich denke, für viele, viele, und ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit dem Thema, ist ITIL natürlich ein Karriereweg gewesen, ein Company Maker, alles gewesen. Viele Softwarelösungen basieren ja auf der Idee von ITIL. Also wirklich gut, dass es da eine Organisation gibt, die dafür sorgt, dass wir auch künftig ITIL 5, 6, 7 und 8 haben, sodass wir alle in diesem Bereich das richtige Know-how, die richtigen aktuellen Inhalte von Service Management haben. Das ist Excelos. Excelos ist mehr im Hintergrund tätig. Und wenn Sie eine Prüfung ablegen zum Thema ITIL oder Prince2, oder sogar auch Scrum oder DevOps, dann machen Sie das bei ITIL immer, bei Prince2 auch immer, bei MOP auch immer, bei MOR auch immer, immer über die PeopleCert. Da haben Sie sich dann schon einen Account gemacht. PeopleCert, eine Firma, die ich mit, wie kann ich das sagen, mit Vorbehalten kennengelernt habe. Nämlich diese Firma sitzt in Griechenland. Und wir sind damals als Schulungsunternehmen, müssen wir uns ja akkreditieren lassen. Wir lassen uns nicht bei Excelos akkreditieren, sondern bei der PeopleCert. Und wir sind da hingefahren, haben uns das angeguckt, wie diese Firma arbeitet. Griechenland damals war auch noch die ganze griechische Krise und so weiter. Und sind da hingefahren und haben uns die Firma dort angeguckt und haben dort 300 Leute vorgefunden. Ich habe kaum eine Firma so gesehen, die so prozessual, so perfekt ihre Prozesse im Griff hat und dort arbeitet. Ich war hoch beeindruckt und so ist das, was wir jetzt auch sehen, wenn wir unsere Prüfungen durchführen in unseren Trainings. Wir machen immerhin über 11.000 Schulungsteilnehmer im Jahr. Dann läuft das mit der Software von PeopleCert wirklich reibungslos. Und selbst in dieser Pandemiezeit, die wir jetzt hatten, was nicht einfach war, gibt es eben dann auch eine geprokterte Lösung. Da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber genau darum geht es. PeopleCert sorgt dafür, dass alle Talente zertifiziert werden können. Wenn Sie also wissen wollen, wo geht die Reise hin mit ITIL 4, wenn Sie sich zertifizieren lassen wollen, wenn Sie wissen wollen, was es in diesem Umfeld alles gibt und wenn Sie mit Experten sprechen wollen, dann gehen Sie zu diesem Stand und holen sich die entsprechenden Informationen. Es gibt natürlich auch Vorträge. Ich weiß, dass Excelos und PeopleCert noch einen Vortrag haben, ein Keynote. Auch den können Sie sich bitte unbedingt anschauen. Da geht es um die Zukunft von Service Management. Ein Gewinnspiel habe ich noch nicht gesehen. Ich gucke, ob ich ein Gewinnspiel sehen? Nein, also wirklich, wie gesagt, das sind keine Softwarehersteller, sondern die sorgen dafür, dass wir das Know-how im Markt überhaupt haben können. Gut, Sabine, dann gehe ich mal zurück in die Lobby und würde mal sagen, gibt es noch irgendwas Wildes in die Lobby? In der Lobby zu sagen? Natürlich, wenn Sie sich mit anderen austauschen wollen, Meet and Greet, ganz wichtig, Meet and Greet. Dort bitte hingehen und dort können Sie mit anderen Leuten sofort per Video zusammenkommen und sich austauschen. Genau, auch die Aussteller freuen sich,
wenn man sich gemeinsam mit dem Meet and Greet-Bereich treffen möchte. Gerne über den Chat vereinbaren. Genau. Dafür ist er da. Da kann man schauen, dass man, wie gesagt, Kontakt aufnimmt, wirklich mal ausprobieren. Ist spannend, keine Angst haben. Da kann man auch die Gespräche kann man auch absichern, dass man sich nur zu zweit unterhält, dass kein anderer was mitbekommt. Also gehen Sie ruhig mal rein in den Meet and Greet-Bereich. Aber jetzt gehen wir erst einmal in den Hallenplan und du hast jetzt nicht mehr so viel übrig. Aber das Beste kommt ja zum Schluss, sagt man, aber das sollen andere beurteilen. Was willst du machen? Wir gehen jetzt zu C wie Cordaware. Cordaware. Jo. Perfekt. Die Cordaware GmbH Informationslogistik wurde 1995 in Reichertshausen gegründet und hat sich auf innovative und effektive Lösungen im Bereich Informationsmanagement spezialisiert. Heute greifen weltweit renommierte Unternehmen auf die Lösung der Cordaware zurück, um im Bereich der hochpriorisierten Sofortkommunikation und der Bereitstellung interner Daten oder Services für externe Benutzer optimal aufgestellt zu sein. Die Kommunikation und proaktive Anwenderinformation ist in der heutigen Zeit ein überaus wichtiger und unerlässlicher Bestandteil von einer qualitätsorientierten IT-Service-Management-Organisation. Die Cordaware Bestinformed bietet in diesem Bereich die skalierbare Good-Practice-Lösung, welche sowohl einfache Ticker-Meldungen als auch die Integration in komplexe Service-Desk- und IT-Architekturen ermöglicht. Mit Bestinformed werden die Anwender innerhalb von Sekunden aktiv über Störungen informiert, das Call-Volumen sinkt und die Erreichbarkeit steigt damit deutlich. Die Brisanz des Informationsflusses wird insbesondere in einem Krisen- und Gefahrenfall deutlich. Auch hier zeigt die Cordaware Bestinformed-Lösung ihre Stärke. So ist die Lösung ein hochwirksames System zur optimalen Ergänzung eines jeden Notfallkonzeptes in allen ernsthaften Gefahrensituationen, wie zum Beispiel ein Anschlag, Virus, Feuer, Hochwasser oder auch ein Amoklauf. Und ist es essentiell, möglichst viele Personen schnellstens zu informieren. Also es ist wirklich wichtig und das System unterstützt sie in jeglicher Hinsicht. Und genau diese Anforderung wird durch Cordaware Bestinformed realisiert. Die Darstellungsformen sind hierbei variabel. Je nach Priorität können Desktop-Ticker, Pop-up-Meldungen und auch akustische Alarme versendet werden. Und zusätzlich können bei Bedarf alle PCs mittels einer Vollbildnachricht sofort gesperrt werden. Zusätzlich zur unternehmensweiten Sofortalarmierung bietet die Cordaware Bestinformed auch die Alarm Edition die Möglichkeit, zum Beispiel in Bedrohungssituationen per Tastendruck den Sicherheitsdienst und umliegende Büros sofort zu alarmieren. Die Cordaware beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Thema Informationslogistik und das Team von Cordaware sind also ihre Experten, wenn es um unternehmensweite Sofortbenachrichtigungen, proaktive Anwenderinformationen auf dem Service Desk geht. Die Cordaware hat auch ein Gewinnspiel implementiert. Man sieht es auch an dem Messestand, das Amazon-Logo. Und so gibt es bei dem Gewinnspiel als Platz 1 einen 100-Euro-Amazon-Gutschein, als Platz 2 einen 75-Euro-Gutschein und als Platz 3 einen 50-Euro-Gutschein zu gewinnen. Und Benedikt Weinberger wird heute, ganz wichtig, um 16 Uhr einen spannenden Vortrag halten mit dem Titel 1000 E-Mails am Tag. Wie gut informiert die IT ihre Anwender im Zeitalter des E-Mail-Kollaps? Wunderbar. Kann man auch Platz 1, 2 und 3 bei dem Gewinnspiel zusammen machen? Mit Sicherheit. Ach, der Herr Weinberger macht es mit Sicherheit möglich. Ja. Nein, das sollen die Teilnehmer gewinnen. Also, wie gesagt, Cordaware, schön, dass ihr dabei seid. Und wir verlassen den Stand. Hier steht diesmal gar kein Mensch da drauf. Das ist natürlich nicht schlimm. Und wir gehen mal in die Lobby zurück. Bye, bye, Cordaware. Dann machen wir als nächstes, die Dekon. So, nehmen wir mal, hier sind drei Menschen da drauf. Alle drei kenne ich. Erkenne ich auch wieder, muss ich sagen. Gut, also Firma Dekon, 1994 gegründet, über 130 Mitarbeiter und das, was hier im Vordergrund steht, ist natürlich die Software Servity.
Ich selber war vor ein paar Jahren erst bei der DECON und bin dann da nach Kaiserslautern gefahren, in das neue, für mich neue Silicon Valley in Deutschland und habe dort eine Firma vorgefunden, die sehr, sehr zurückhaltend, hatte mich so ein bisschen an die USU erinnert, sehr, sehr zurückhaltend im Auftreten, im Vertrieb draußen ist, obwohl sie eine fantastische Software hat. Und dort haben wir uns die Software angeschaut und so die Software geht um das Thema Enterprise Service Management, hat viele, viele Practices von ITIL abgebildet, haben wir auch als Service Certified Tool zertifiziert, aber der besondere Schwerpunkt war auch das Service Request Management, was ich mir da angeschaut hatte. Ich weiß, Sie haben einen großen Kunden, ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen darf, aber Daimler ist es. Das fand ich faszinierend, was ich da gesehen hatte und habe auch damals mit dem Inhaber gesprochen, gesagt, Mensch, mach doch, sag doch mal mehr draußen, dass hier in Kaiserslautern so eine geniale Software entstanden ist. Und seitdem arbeiten wir auch enger zusammen. Man hat sich zertifizieren lassen über Service Certified Tool und ich kann nur empfehlen. Also, was sagen Sie über sich selber? Ich lese es mal vor, bewusst. Wir als DECON beraten seit über 25 Jahren rund um das Thema Enterprise Service Management. Mache ich einen Haken dran. Besondere Schwerpunkte bilden das Service Request Management, das Output Management und das Lizenz Management. Mache ich einen Haken dran. Wir beraten im Kontext unserer Software, Servity, muss ich mal aufpassen, wenn ich Service sage, Servity, toolunabhängig und sind Mitglied des ServiceNow Partnerprogramms. Also ganz spannend, wenn Sie ServiceNow einsetzen, soll doch der eine oder andere auch machen und Sie wollen dort die Zusammenhänge und vielleicht ein bisschen andocken, dann sollten Sie unbedingt mal mit den Damen und Herren von DECON sprechen. Es gibt Vorträge, heute auch um 16 Uhr zeigt die Silke Tyson eine Servity-Demo und am Freitag um 10 Uhr wird ebenfalls noch eine Servity-Demo abgehalten. Also unbedingt, ich kann es nur empfehlen. Ich bin da hingefahren, so geht es Ihnen vielleicht auch. Sie gehen heute zum Stand, kennen DECON vielleicht noch gar nicht, weil die wirklich sehr zurückhaltend waren, aber schauen sich die Software wirklich an. Nicht nur die Software, sondern alle Typen, männlich, weiblich, divers, wie auch immer, die ich kennengelernt habe, waren echt gut. Kann ich nur empfehlen. Also es spricht nichts dagegen, DECON anzusprechen und mit denen Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, Kaiserslautern ist jetzt nicht so das Hübscheste. Fußball kann man da auch kaum noch gucken, aber hinfahren wegen der DECON lohnt sich auf alle Fälle. Sabine, habe ich irgendetwas Wildes vergessen? Nee, das war das Rundumpaket, passt auf jeden Fall. Grüße an die Marie-Louis Elkers. Und genau, also hier, das ist, dann gehen wir mal, verlassen wir mal Kaiserslautern, das Silicon Valley von Deutschland und gehen mal zum Hallenplan und haben noch zwei Firmen heute auf dem Programm. Die nächsten Firmen machen wir am Mittwoch, aber natürlich dürfen Sie jetzt schon alle besuchen. Aber wir gucken uns jetzt mal an die Cape IT. Perfekt, danke Michael. Die Cape IT mit dem Team von Rico Barth wurde im Jahr 2006 gegründet. Heute besteht das Unternehmen aus über 50 Mitarbeitern mit dem Hauptstandort in Chemnitz und weiteren Büros in Dresden. Die Cape IT ist spezialisiert auf Software für den technischen Kundendienst und auch natürlich für IT-Service-Management. Dabei sind die Hauptbranchen auch unter anderem die öffentliche Hand, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser, aber auch Industrie und Banken. Das Unternehmen betreut heute über 400 Kunden in Europa, ist aber überwiegend in der Dachregion aktiv. Die Cape IT ist ein aktives Mitglied der Open Source Business Alliance, Bitkom, Arbeitskreis Open Source und auch der ITSMF. Die Cape IT unterstützt Sie als Full-Service-Anbieter bei der Analyse von Serviceprozessen, bei der Softwareimplementierung und kann darüber hinaus sogar auch individuelle Anpassungen vornehmen. Auch an Schulungs- und Supportleistungen fehlt es bei der Cape IT nicht. Um diesen Rundum-Service zu ermöglichen und auch bestmöglich beraten zu können, sind die Mitarbeiter der Cape IT außerdem ITIL zertifiziert. Außerdem ist das Unternehmen Softwarehersteller der Open-Source-Service-Software KIX. KIX ist eine umfassende Software für die Steuerung der Arbeitsabläufe im technischen Kundendienst und auch im IT-Service-Management und verfügbar in drei verschiedenen Produktvarianten. Es gibt einmal die KIX Start für das kleine Service-Team und für die Beginner. Das KIX Pro für mittlere und große Service-Teams mit umfangreichen professionellen bzw. business-kritischen Anforderungen. Die KIX Cloud
Service-Software zum schnellen Starten und zur Miete für kleine, mittlere Teams, ohne selbst eine IT-Administration übernehmen zu müssen. Die Qlix Pro-Lösung kann individualisiert auf die Kundenbedürfnisse erweitert werden. Durch die offene Schnittstellenarchitektur bietet sich das System perfekt zur Integration in heterogene IT-Landschaften an. Neben der standortgebundenen Version kann die Lösung auch in Ihrer Cloud eingesetzt werden. Die Zielgruppen der CAPE IT sind Organisationen und Unternehmen mit internen und externen Serviceerbringungen, die eine technische Serviceeinheit aufbauen, Serviceprozesse, Organisation optimieren wollen. Oder auch Organisationsbereiche wie zum Beispiel IT-Abteilungen, Gebäudetechnikabteilungen, Wartungsteams für technisches Equipment, Serviceabteilungen. Und auch ganz wichtig, die Qlix-Lösung ist auch Service-Certified-Tool-Partner und nach ITIL V3 in sage und schreiben 15 Prozessen zertifiziert. Herzlich willkommen, CAPE IT, zur DSME. Vielen Dank, Sabine. Genau, und ich weiß, dass Sie demnächst auch die Version ITIL 4 machen werden. Rico Barth, schöne Grüße. Schöne Grüße zu euch hin. Ich war vor vielen Jahren bei euch mal. Weiß nicht, viele Jahre schon her, aber doch, ist schon ein paar Jahre wieder her. Durch die Pandemie kann man immer sagen, es ist ein paar Jahre her. Aber ist sehr, sehr, sehr spannendes Unternehmen, habe tolle Mitarbeiter kennengelernt. Ihr seid in einem ganz tollen Bürokomplex dort. Also da war, sag ich mal, so die alte Industrie mit der neuen Software-Modernität zusammengebracht. Ein tolles Gebäude, tolle Firma, unbedingt angucken. Und wer nicht dahin geht, auf diesen Stand hat selber Schuld. Qlix. Neulich habe ich ein Video dazu gemacht, Qlix, sonst nix. Das müssen Sie aber entscheiden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Hallenplan und besuchen wir mal den letzten Aussteller in dieser ersten Tour. Das ist die Ivanti. Und über Ivanti muss man eigentlich gar nichts sagen und trotzdem wahnsinnig viel. Ivanti gibt es schon lange, aber noch gar nicht so lange. Das heißt, im Januar 2017 verbinden sich LANdesk und Heat zu Ivanti. Und das ist auch das Ziel von Ivanti. Ivanti will wachsen, will ein umfangreiches Portfolio haben. Und in letzter Zeit habe ich auch noch gehört, ist es dann auch noch soweit, dass Shareville zur Ivanti gehört. Also ein Wahnsinnsthema. Obwohl das Hauptquartier in den USA ist, im Bundesstaat Utah, vor den Toren Salt Lake Cities, in einer Region der Vereinigten Staaten, die New York Times als das nächste Silicon Valley bezeichnet, ich dachte, das wäre in Kaiserslautern, hat 36 Büros in 23 Nationen, darunter große Niederlassungen in London, natürlich in Frankfurt, wichtig für den deutschsprachigen Markt, Paris, Sydney, Shanghai, Singapur und anderen großen Städten. Also alle so Städte, wo man doch gerne mal wieder hin möchte. 1700 Beschäftigte, also das ist schon ein richtiges Unternehmen. Und deren Software von Ivanti wird von 78 der Fortune 100 Unternehmen eingesetzt. Die IT-Abteilung der Unternehmen verwenden Ivanti, um ihr ITSM, ihr IT Asset Management und ihre Supply Chain Ressourcen zu vereinen. Ivantis Mission ist klar, wir verhelfen unseren Kunden mit Unified IT zum Erfolg. Ivanti ist auf Wachstumskurs, hatte ich schon gesagt. Ziel ist es, weiter zu wachsen und das strategische Produktportfolio weiter auszubauen, um zukünftig noch stärker als strategischer Vendor und Businesspartner am Markt zu agieren. Das war schon immer ganz klar die Aussage von Ivanti. Oder damals von LANdesk und Heat und so weiter, das zusammenzuwachsen, größer zu werden, um das gesamte Portfolio, was man für das IT-Management braucht, auch zu haben. Deren Mission ist klar, unsere Kunden zu helfen, in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern durch Power of Unified IT erfolgreich zu sein. Sie sind zertifiziert, sieht man hier auch, von Service Certified Tool. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Ivanti, wir kennen uns schon lange. Und haben euch schon in vielen, vielen Projekten erlebt. Liebe Teilnehmer, wenn Sie also wissen wollen, was Neuerungen sind und was Ivanti für Sie tun kann und was dieses große Unternehmen Ihnen bietet, dann gehen Sie auf den Stand und nehmen Sie Kontakt mit denen auf. Gut, Sabine, dann gehen wir mal zurück in die Lobby.
Wir haben fast eine Punktlandung gemacht. Es ist jetzt nach meiner Uhr 13.45 Uhr und 4 Sekunden. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel sabbeln, weil um 14 Uhr ist der Hauptstart. Da hören Sie mich gleich wieder. Entschuldige mich jetzt schon mal für. Und ich sage Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und wir sehen uns gleich um 14 Uhr zur großen Eröffnung mit dem Vortrag von Markus Bause, den Sie sich unbedingt antun müssen, weil der geil ist, dieser Vortrag. Sorry fürs Wort. Ich kenne ihn schon, aber er ist echt richtig klasse. Und Sabine, vielen, vielen Dank an dich. Und wir sehen uns, Sabine, wir beide am Mittwoch hier wieder. Ich freue mich, wenn der eine oder andere wieder dabei ist. Dann gehen wir zu den nächsten Aufstellern und stellen die vor. Ansonsten allen anderen eine schöne Zeit. Sabine, du hast das letzte Wort. Alle zusammen herzlich willkommen zu unserer DSME. Wir freuen uns auf eine spannende Woche und verpassen Sie gleich nicht den Vortrag von Markus Bause. Alles klar. Tschüss.